Sie leben auf dem Campingplatz bei Rees am Niederrhein und da wollen sie auch bleiben. Für wenig Geld ein eigenes Häuschen. Hier kennt man jetzt alle, die ganzen Nachbarn, Bombenverhältnis und dann direkt auch am Wasser. Ne? Also das ist schon Traum. Idylle pur und sie können es sich leisten. Ja, wenn man es so sagen möchte, ein Haus am See. Mit der Ruhe am See könnte es aber bald vorbei sein. Dauercamper sollen nicht mehr geduldet werden. Nicht vorstellbar für die Menschen, die hier ihr Paradies gefunden haben. Wenn man sehr naturverbunden ist, dann fühlt man sich besser, wenn man mit der Natur verbunden ist. Wo die Wurzel schon hin ist. Inge Galdix und Klaus Frerix sind seit 30 Jahren Nachbarn auf dem Campingplatz. Das ist der Mann. Und ohne diesen Mann würden die gar keine Früchte tragen. Das ist ein Mann? Der hier. Ja, komisch. Aber wo ist die Frau? Das ist die Frau. Mann. Ja, ich hab gelernt. Gerade die Frauen wollen immer shoppen gehen. Nee, ich nicht. Also, Frauen gehen immer shoppen und Männer müssen arbeiten. Jetzt hör aber auf. Und das ist Rainer, ja, Inges Mann. Hast nichts gefunden beim Shoppen. Nee, was brauche ich denn hier? Ja. Wenn ich noch morgens um 9 Uhr 10 an meinem Bademantel hier vorne am Steg sitze und stehe, da steht das auch keinen. Ne? Das war, im Anfang war das ja so, war man ja auch ein bisschen eitel, hat man sich geschminkt und hat sich aufgepeppt. Ne? Kam die Maskerade zutage. Das brauche ich heute nicht. Dann stehe ich vor dem Spiegel und denke, oh, heute fährst du ja nach Bocholt. Ne? Machst du mal, ne? Machst du schick, holst mal die besten Sachen raus. Dann stehe ich da und denke immer, für wem? Genau, für wem? Ja, eigentlich sagt man ja für sich selber, aber... Vor 30 Jahren haben Inge und Rainer genau hier das erste Mal ihr Zelt aufgebaut. 10 Jahre später sind sie ganz auf den Campingplatz gezogen. Mein Mann hat immer gesagt, warum fasst du die Pflanzen eigentlich immer an? Blätter, ich gehe vorbei und fasse sie an. Ich sage, die leben für mich, die merken das. Andere würden das vielleicht gar nicht so verstehen, aber... Ist mal ehrlich, kann es uns denn noch besser gehen? Nein. Inge und Rainer haben hier schon lange ihren Erstwohnsitz gemeldet. Damit sind sie nicht allein. 80 Menschen leben hier das ganze Jahr über. Einer von ihnen ist Klaus. Hallo. Klaus ist im Nachbardorf aufgewachsen. Als junger Mann ist er fortgegangen und war 30 Jahre unterwegs. Als fahrender Handwerker ist er viel gereist, vor allem in Italien. Jetzt ist er auf dem Campingplatz zur Ruhe gekommen. Ein bisschen jedenfalls. Draußen ist besser, ist immer besser. Ich merke immer noch, wenn man draußen ist, so der Kopf wird freier, ne? Ja gut, das ist eine Sensation, ne? Dass der Kopf freier wird. Ne? Man könnte das auch anders ausdrücken. Ne? Man kann andere Energien aufnehmen, besser aufnehmen. Ne? Die von da oben kommen, die von den Bäumen kommen, die von der ganzen Natur kommen, weil nichts dazwischen ist. Ne? Und man meint aber, der Kopf freier. Ist denn für dich Campingplatz sozusagen der Kompromiss zwischen drinnen und draußen? Ich denke mal, die beiden wichtigsten Gründe sind einmal, dass man eher mit der Natur verbunden sein will und dann natürlich auch ein ökonomischer Grund, ne? Das ist sehr viel billiger. Ich denke mal, dass das so der erste Grund ist, warum die Leute sich so einen Platz aussuchen, weil für viele, sagen wir mal, die ein bisschen was meinen, was Besseres zu brauchen zum Wohnen, ne? Dann zahlen die Leute hier am Campingplatz im Jahr, was die anderen Leute im Monat bezahlen. Das ist ja schon ein recht großes Argument. Ne? Nächstes Jahr ernten wir ganz viel Sanddorn. Ich hab's versäumt. Der Erstwohnsitz von Inge und den anderen war auf dem Campingplatz bisher geduldet. Keiner hat sich daran gestört, dass sie hier leben. Ja. Jetzt soll es in Zukunft Kontrollen geben. Das regt Inge auf und nicht nur sie. Wir haben so viele Leute, die am Limit leben, Rentnerinnen, die wirklich wenig Rente kriegen. Wo
sind da die Sozialwohnungen für diese Leute. Die werden jetzt gebaut, jetzt werden Sozialwohnungen gebaut. Hier können sich die Leute ein kleines Paradies von ihrem Rente, die denen überbleibt oder die wenig Einkommen haben, ein kleines Paradies schaffen, hier wohnen. Und da wird Nein gesagt. Wenn wir jetzt alle, jede Menge, Wohnungen bräuchten, wir müssten jetzt Wohnungen, wir dürfen ja noch wohnen, müssten, wo sollen wir hin? Ich verstehe auch den Sinn nicht. Soll das den Leuten nicht selbst überlassen sein, wo sie gerne leben wollen? Also, das finde ich auch nicht in Ordnung. Hier habe ich eine kleine Parzelle vielleicht, komme mit 1000 Euro im Jahr hin mit Kosten und kann noch mein Butterbrot oder Brot selber kaufen. Ich brauche nicht zur Tafel, ich brauche nicht irgendwo den Staat sagen, ich brauche Mietunterstützung. Warum wird das nicht gemacht? Warum? Sag mal nein. Aber die Menschen lassen sich nicht kleinkriegen. 3, 4, da kommt eine 3 drauf. Wer schon lange hier lebt, kann erst mal bleiben. Für, um da reinzustecken. Das glaube ich nicht. Oder sagt er das? 2 auf jeden Fall habe ich hier. Auf jeden Fall eine 2. Nee, 7 auch richtig. 2. Dann haben wir letztes Mal hingekriegt. Dann kriegen wir das auch diesmal hin. Da bin ich sicher. Weißt du, wo die Kleinen da, die kommen in der Mitte oben, glaube ich, noch mal rein. Ein Herbstfest beendet die Saison. Die Sommercamper gehen, die Dauercamper bleiben. Auch Andreas. Irgendwer muss ja diese Arbeiten machen, damit die anderen Leute dann ihren Spaß haben. Auch, ne? Und das ist zum größten Teil. Man muss ja auch, sag ich mal, so die Altersstruktur mit einbeziehen. Wir haben ja auch mittlerweile eine ganze Menge ältere Leute und Rentner, die das früher vielleicht gemacht haben und heute nicht mehr so können. Und dann rutschen immer welche nach halt. Ne? Das ist wie überall. Wir sind der Nachwuchs. Die natürlich noch viel arbeiten müssen, die haben ja jetzt auch keine Zeit, ne, um aufzubauen. Die müssen dann arbeiten. Andreas gehört zu den Campern, die das ganze Jahr auf dem Campingplatz wohnen. Seine Parzelle liegt direkt am See. Er lebt hier zusammen mit seiner Frau Kerstin. Sie arbeitet als Putzfrau, Andreas ist Rentner. Bis vor einem Jahr hat er als Bergmann unter Tage gearbeitet. Ich war nur immer auf Nachtschicht. Also praktisch mein ganzes Arbeitsleben habe ich im Dunkeln verbracht. 20 Stunden am Tag im Dunkeln. Und dann ist man eigentlich froh, wenn man nur noch draußen sein kann. Irgendwie ein ganz anderes Gefühl von Freiheit. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, wir würden nur noch zu Hause in einer Mietwohnung sitzen, abends nur noch den Fernseher, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, für uns ist ja jetzt auch schön, weil jetzt ist ja leider mein Mann auch krank geworden. Er hat jetzt, nachdem er im Ruhestand war, mit der MS zu tun. Aber da können wir ganz gut, können wir mit leben. Aber dann ist es hier aber schön. Die Wohnung in Wanne-Eickel haben die beiden aufgegeben. Das Stadtleben vermissen sie nicht. Ja. Hier ist Wohnzimmer, genau. Zwar ist alles ein bisschen kleiner, aber auf Komfort müssen sie nicht verzichten. Und das bei 1000 Euro Kaltmiete im Jahr. Badewanne. Alle Grundstücke sind an Strom und Kanalisation angeschlossen. Ich bin mal gespannt, wenn wir nächste Woche fahren. Mit Anfang 50 gehören sie auf dem Campingplatz zu den Jüngeren. Ihr Leben in Wanne-Eickel mit Nachtschicht und einer eigenen Trinkhalle war irgendwann nichts mehr für die beiden. Wir haben eigentlich Trinkhalle haben wir gelebt, ne? Ja, wir haben Trinkhalle gelebt. Gelebt und geliebt. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Ja. Nicht nur, stressig, aber wenn du 10 Jahre gemacht hast, dann reichte das aber auch. Weil es fehlte uns ja auch ein bisschen. Jetzt die Trinkhalle, der Andreas machte nur Nachtschicht. Ja, ich sag, wir hatten dieses Jahr, haben wir große Glück und haben selber Hochzeit gefeiert, aber wahrscheinlich haben wir die geschafft, weil uns 10 Jahre fehlten zusammen. Ja, immer die Türklinke in der Hand gegeben. Nein, Quatsch. Aber es war nun mal, wir hatten uns eigentlich dann Wochenende war schön, wenn wir dann uns hatten. Ja. Ja. Deswegen war auch der Campingplatz. Wir mussten damals irgendetwas machen, damit wir uns auch gar nicht so verlieren, weil dann nur zu Hause sitzen und dann vor der Glotze wäre nicht unser Ding gewesen. Wir hatten uns ja so schon wenig wegen der Nachtschichten. Ja, und da war Camping, war... Ich habe die Idee damals gehabt, ne? Ja. Und seitdem leben wir Camping. Das war schon geworden, Leute.
wettermäßig? Ja, Klaus und Klaus wohnen nebeneinander auf dem Campingplatz. Ja, jetzt muss ich unbedingt noch eine Forelle fangen. Damit du heute Abend auch mal Fisch essen kannst. Ich muss noch eine Forelle. Aber Samstag bist du noch hier auf jeden Samstag Fall. Samstag bin ich noch hier. Noch mal gucken, wer da. Fest, ne? Ja. Wie ist das denn Besuch in der Regel? Sind da viele da? Oder? Kann man schlecht sagen. Wenn das Wetter schön ist, dann kommen natürlich mehr. Ne? Aber. So, ja, schauen wir mal. Ja, der ist Petri Hahl, wa? Ja. Oh, vielen Dank. Und nicht vergessen, wenn ein richtig großer ist, lieber loslassen vorher, nicht reinfallen. Ja, ich ruf dich dann. Da kannst du helfen, komm. Es ist still auf dem Campingplatz, aber niemals einsam. Was ich meine zu sehen ist, dass die Leute, die hier auf dem Campingplatz leben, die sind irgendwie ein bisschen offener, ein bisschen herzlicher sind sie. Ich weiß gar nicht genau, womit zu tun hat. Ich nehme an, weil sie mehr in Kontakt mit der Natur sind, weil sie eine himmlische Ruhe genießen, in sich einkehren können. Und ich denke, ein bisschen hat es auch was von Italien, ne? Weil ist ja alles viel enger. Ne? Man geht raus, läuft ein Stück und ist dann mit den Nachbarn zusammen, die auch draußen stehen. Ich habe manchmal, erinnert mich jetzt so an Italien, wenn man durch die Straßen geht, da ist überall was los. Die Leute leben ja halb auf der Straße da, ne? Abends bis um 11 Uhr im Sommer. Ne? Da kommt man sich natürlich schon mehr. Wenn man mehr Kontakt hat, wenn man sich näher ist, kommt man sich auch näher. Komm zur Ruhe, junge Frau. Guten Morgen zusammen. Aber früh aufgestanden. Hallo. Klaus, meine Katze ist so verwöhnt, die frisst es nicht. Ja. Willst du dein kleines Spätzchen mal versuchen, das zu geben, dein Schätzchen? Wenn die auftaucht, die kommt aber nur noch sehr wenig. Ich glaube, die liebt mich nicht mehr. Ach, das ist schlecht. Ja. Aber ich stell dir die mal hin, vielleicht kannst du doch mal. Ja, okay. Wenn sie kommt. Fisch, das ist ganz teures Futter. Guck mal, der See fließt wieder. Guck mal. Ja. Schön. Inge hat die letzte Marmelade aus den Früchten des Sommers eingemacht. Zu tun hat sie hier immer etwas. Stillsitzen ist nicht ihrs. Wir waren ja auch beide berufstätig, ne? Was haben Sie gemacht? Ich war Arzthelferin. Ich habe bis 54 gearbeitet. Mein Chef wurde krank und da wurde die KV hat gesagt, da wird keine Praxis mehr zugelassen. Aber es ist grausam, wenn Sie immer gearbeitet haben und immer mit Menschen zu tun haben. Sie haben ja in der Praxis den ganzen Tag, da sehen Sie das Leid, Sie sehen Freude. Und dann sind ältere Menschen, die ewig kamen, die kannten Sie und die konnten Sie mal trösten oder ich habe das unheimlich gerne gemacht. Und dann sitzen Sie plötzlich zu Hause und dann, da fällt Ihnen die Decke auf den Kopf, da fallen Sie in den Graben rein. Noch vor ein paar Jahren sind die beiden um diese Jahreszeit nach Spanien gefahren, haben dort den Winter auf dem Campingplatz verbracht. Dann ist Rainer Galdix krank geworden. Jetzt sind sie froh, dass sie hier ihr Häuschen noch halten können. Jetzt geht es richtig gut, ne? Rainer Galdix geht es jeden Tag ein bisschen besser. Mit den Nachbarn hat er sich zum Zaunstreichen verabredet. Früher in Duisburg war er Schienenschlosser. Jetzt macht er das, was er noch kann.
Muss sowieso zweimal gestrichen werden, der deckt nicht richtig. Das ist das Schöne, wenn man Rentner ist. Dann hat man viel Zeit. Was gibt Ihnen das? Wie sagt man so schön? Zufriedenheit. Überhaupt, wenn es denn gelungen ist. Und wenn andere sagen, hast du gut hinbekommen. Klaus macht auf seiner Parzelle die Terrasse fertig. Er ist erst vor ein paar Monaten auf den Campingplatz gezogen. In Italien hat er immer für andere Häuser gebaut. Hier baut er seins. Seine Lieblingsschwester kommt zu Besuch. Jetzt, wo er wieder in der Nähe wohnt, sehen sie sich oft. Schwager und Schwester wohnen im Dorf nebenan. Sind Sie froh, dass er wieder hier ist auf dem Meer? Dass sie mit dem Bruder auf jeden Fall, weil ich denke, wir haben schon ein gewisses Alter erreicht und dann fängt man auch schon so ein bisschen an zu denken, lass dich nicht dirigieren von allen möglichen, lass dich nicht leben von allen möglichen quasi Verpflichtungen, die du zu haben meinst, sondern mach das, was dir wirklich wichtig erscheint. Und dazu gehört nach unserem Verständnis auch ein Großteil die Familie. Und zu der Familie, denke ich, war es für dich irgendwann Zeit, teilweise wieder zurückzukehren. Der mal ausschlaggebend war auch wohl der Tod von Mutter gewesen. Ne? Ja. Ich denke mir, entweder man rückt dann jetzt zusammen oder alles geht ein bisschen weiter auseinander. Ne? Mutter war wirklich eine beeindruckende Person. Die ist, hat 11 Kinder gekriegt, ich weiß nicht wie alt sie war, eben von zwischen 40 und 50 nochmal angefangen zu reisen. Hat das Glück gehabt, dass sie mit einer Freundin und deren ihren Eltern, war so ein Professor-Ehepaar, noch reisen. Ist in die Türkei gefahren, ist in Italien gewesen, hat sich den Vatikan angeguckt, alles. Ne? Also, die hat schon einiges drauf gehabt, unsere Mutter. Ne? Da haben wir schon auch eine Menge, oder ich speziell, wo ich sie zum Schluss gepflegt habe, viel von profitiert, dass man Wissen mitbekommen hat und Denkweisen von ihr, ich will jetzt nicht sagen übernommen, aber doch, dass man gedacht hat, ja, sie hat recht in vielen Dingen. Ne? Ja. Rückenschonend arbeiten. Guck mal hier, ja, setz dich hier hin. Ja, ist doch nicht fest. So, und dann kannst du schön im Sitzen. Gut? Die Idee ist gut. Ja, dann gib Gas. Die Idee ist gut. Ich habe es auch nicht bereut, dass wir durchgehalten haben. Man sieht ja wieder, mein Mann kann schon wieder. Ja, und dann wären wir wahrscheinlich mit Sicherheit in der Wohnung eingegangen. Ja, ganz bestimmt sogar. Ja. Und hier haben wir ihre Beschäftigung. Die bewegen sich und das ist eigentlich das Beste, was man im Alter haben kann. Beschäftigung, Bewegung, keine Langeweile. So, wenn die dann hier aufhören, Quatsch. Ja. Macht er noch 30 Jahre, dann passt das. Ja, ne? Und dann mit Rollator so durch die Gegend so oder wie? Nee, das auch wenn. Das Zelt steht. Das Herbstfest kann starten. Die Sommercamper werden danach ihre Parzelle winterfest machen und erst im Frühling wiederkommen. Es wird ruhig auf dem Campingplatz. Andreas und Kerstin mögen die Ruhe im Winter. Ein normales Haus war nie ihr Traum. Hier könnten wir immer wieder weg. Also ich brauche noch mehr als mein Mann das Gefühl, nicht so gebunden zu sein. Ja. So ein Häuschen hätte immer wär zu viel Pflicht für uns gewesen. Ja. Und war denn sowas wie Familie mal Thema für dich? Immer. Wir wollten immer Babys. Ja, aber wir haben auch alles gemacht. Ist ein sensibles Thema. Von künstlicher Befruchtung, wir haben alles durch. Sollte nicht sein. Ja, und jetzt. Ja. Ist immer noch schade, aber man lernt hiermit zu leben, oder? Ja. Aber selbst dann war nie das Thema, ein Häuschen zu haben. Ja, weiß ich nicht. Für uns war eben nichts.
Eine Salatspende für die Party. Es liegt Abschiedsstimmung über dem Campingplatz. Klaus hat Sehnsucht nach Italien. Er wird seine Sachen holen, die er da zurückgelassen hat. Vorher räumt er auf. Da habe ich noch ein paar Objekte zu verschenken. Das ist alles, was ich hier gefunden habe von der guten Frau, die hier gewohnt hat. Das konnte ich nicht wegschmeißen. Weil das hat ja alles so seine Seele. Jedes Teil für sich. Überall hier in den Beeten war das so verteilt. Vom Vorgänger? Ja, von der Frau. Ich meine, die Männer, die dekorieren ja meistens nicht so. Aber sind ein paar ganz schöne Sachen bei. Leider kaputt. Aber den finde ich ganz gut. Sein halbes Leben hat Klaus in solchen Bussen verbracht. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich unterwegs bin. Sag mal so. Eine andere Art von Meditation. Ein bisschen Meditation macht man ja jeden Tag. Ne? Aber wenn du hinter dem Steuer sitzt und weißt, du hast jetzt eine lange Reise vor dir, ist das eine andere Art von Meditation. Ne? Und natürlich ab einer bestimmten Länge, dann kommen die ganzen Freuden, die italienische Landschaft und dann kommt wirklich Freude auf. Ne? Das ist meine Mutter. Ja? Die ist mit dabei, wenn du reist. Ja, die hängt da, seitdem sie tot ist. Ne? Das ist jetzt fast. Auch anderthalb Jahre, nicht ganz zwei Jahre, ist sie tot. Da haben wir dann, da lagen jede Menge Fotos, ne, von meiner Mutter nach der Beerdigung und so. Dann habe ich mir eins mitgenommen und da hingelernt. Meine Mutter. Vorher, in dem anderen hatte ich immer die Bilder von meinen Kindern, aber die sind dann irgendwann vergilbt von der Sonne. Jetzt habe ich da ein Bild von meiner Mutter. Die begleitet mich. Auf dem Fest hat Kerstin die Theke übernommen. Nein, das ist zu voll hier. Ja, später, wir lösen uns ab. Ja, gehen wir Salat. Oh, sie macht Salat. Ja. Viel mehr Gäste als erwartet sind gekommen. Manche sind Nachbarn, manche sind Freunde und manche nicht. Heute ist das unwichtig. Die, die gehen, kommen nächstes Jahr wieder und die bleiben, rücken etwas dichter zusammen. Aber feiern werden sie alle. Inge und Rainer machen ihr eigenes Abschiedsfest für ihre Nachbarn. Inge hat da was vorbereitet. Schieb hier schön in die Mitte rein. Es kommt was an. Ja, ich nehme mal einfach mal einen dicken Fetten. Auch Cremetöpfchen für den Tag und für die Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Heute sieht mein Koffer hin halt anders aus. Die Schönheitsmittel lasse ich längst zu Hause. Nicht Brauenstift und Puderdose. Nein, eine wollene, dicke Hose. Unterhose. So habe in vielen Lebensjahren ich einen Wandel nun erfahren. Doch heute noch bin ich stets bedacht, einzupacken, was mich glücklich macht. Schön. Vor allem die Dose. Ja, so ändert sich. So, die tat weh. Und was du willst, das kannst du nicht mehr. Das kannst du auch nicht mehr. Das willst du auch nicht mehr. Kennst du das? Nein. Ah, ich muss jetzt mal überlegen. Sag mal, esst ihr auch oder schwätzt ihr? Guten Tag, Klaus. Hallo Inge, ich hab gerade schon mal Ruhe. Aber ich war beschäftigt. Ja, du warst. Voll im Einsatz. Ja, dann ist du mal so bei uns. Ne? Ja, such dir einen Platz aus. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Schöne Dekoration habt ihr hier am Tisch. Ne? Ja, aber selbstverständlich. Ja, Willi, wohin willst du? Ach ja, und? Ja, das ist wohl ein Platz. Hallo, alles gut? Ich habe mich hier echt wohlgefühlt mit euch. Warum sollte ich euch vergessen? Ja, ich weiß nicht, ob du schnell wiederkommst mit Alexandra nach Möglichkeit. Im Dezember. Würde ich mich freuen, wenn die wieder da ist. Ja. Ich versuche, italienische Fabrocken zu lernen. Du versuchst, Italienisch zu lernen. Ja, ein paar Wochen Spanisch können wir ja schon. Ein Wort Italienisch kann ich. Das leichteste Wort. Das ist ja nah dabei. So weit weg ist das ja nicht. Was sagst du um Italienisch? Ein Wort kann ich Italienisch. Pizza. Pizza, ne?
Inge und Rainer haben sich immer wohlgefühlt auf ihrem Campingplatz. Die Nähe zu den anderen, die Natur, ihr Häuschen mit Garten. Nur, dass ihr Sohn und ihre Enkelin nicht um die Ecke wohnen, findet Inge manchmal schade. Aber hier ist ihr Zuhause. So lange wie möglich. Ne? Es war schon mal eine Zeit, wo mein Mann 2 Jahre jetzt wirklich, wo wir beide ein bisschen, bei mir ging es ja immer noch, mein Mann sehr krank war, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo mein Sohn gesagt hat, Mama, ihr seid es selber schuld, ihr seid 50 Kilometer weg, das ist nicht mal so eben um die Ecke, so mit anderen Worten, kommt lieber wieder zurück, kommt zu uns in der Nähe. Aber ich hoffe, dass wir auch noch ein paar Jährchen hier machen können und unseren Lebensabend hier verbringen können. Hoffen, ne? Um zu gucken, ob das so etwas wie Leben gibt, so etwas wie wir. Hast du nicht mitgekriegt, ne? Ja. Können wir es ja noch besser haben. Eigentlich nicht, ne? Ja, schöne Zeit vorbei. Aber die Winterzeit hat ja auch was. Nächstes Frühjahr soll das Boot wieder aufs Wasser. Dann werden die beiden auch wieder angeln. Das Leben wollen sie hier genießen, trotz der Krankheit von Andreas. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ne? Da muss er, ist ja gerade letztes Jahr, das hat mich ganz umgehauen, aber jetzt geht es einigermaßen wieder. Wir müssen gucken, was die Jahre bringen, jetzt die nächsten. Hoffe ich mal. Aber eigentlich ist es ja bei uns eben erdig, ne? Ja. Ja. Steigen brauche ich nicht. Wenn irgendwie mal der schlimmste Fall eintreten sollte, Rollstuhl etc. pp., also kann man hier alles gut organisieren. Ja. Also wir beide fühlen uns hier wohl und sicher. Kann ich vom tiefsten Herzen, oder? Ja. Absolut, absolut. Ja. Ist auch hier. Dieses Stück hier, dieser Campingplatz und dieses Stück Erde ist eigentlich unsere Heimat. Viel Spaß. Ja. Wo kommt er? Und Klaus braucht beides. Ein festes Zuhause hier auf dem Campingplatz. Und seine Freiheit. Ich bin froh, wenn ich wieder losfahren kann. Ne? Bin aber auch froh, wenn ich nächstes Jahr wieder losfahre und weiß, okay, hier ist mein Platz, ne? Wo ich immer zurückkommen kann. Ne? Und das Schönste wäre noch, wenn ich weiß, oh, auf meinem Platz, wo meine Energie drin steckt, ne? Verbringen meine Geschwister schöne Stunden.